Liebe Geschwister, wie läuft das Leben? Was sind so die besonderen Ereignisse, wenn man groß wird, wenn man aufwächst? Wir gehen zur Schule und nach sind die besonderen Nachrichten die Schulabschlüsse. Ah, der hat diesen Abschluss, der hat den nächsten Abschluss und so weiter. Und dann macht man so seinen Führerschein. Ja, der eine kriegt vielleicht ein Auto geschenkt, der andere kauft sich vielleicht eins günstig. Und so die nächsten großen, besonderen Ereignisse, wenn man sich so nach ein paar Monaten mal wieder sieht, ah, der hat eine Ausbildung angefangen, ah, der hat ein Studium angefangen und dann die nächsten großen Ereignisse, ah, Ausbildung abgeschlossen, Studium abgeschlossen und zwischenzeitlich vielleicht schon, ah, Heiratsgespräche geführt und dann kommen so die Hochzeiten und dann, Alhamdulillah, die Geburtsfeiern, Al-Aqiqa. Dann vielleicht so die größeren Jobs und dann merkt man, okay, man ist erwachsen geworden. Ja, man ist so etabliert im Leben. Alhamdulillah. Und das ist so der Moment, der Zustand, den sich auch die Eltern für ihre Kinder wünschen, dass dann alles einfach so geregelt ist. Und dann hat man dann schon die nächsten positiven Sorgen, ja, mit den Enkelkindern. Ja. Dann fängt der Kreislauf nochmal von vorne an, nur anstatt, dass wir die Kinder, die Heranwachsenden sind, sind wir nun selber die Erzieher, die Väter und die Mütter. Und dann, liebe Geschwister, sage ich euch, wie es weitergeht, falls ihr nicht selbst schon in dieser Lebensphase seid. Dann hört ihr von den schweren Krankheiten und von den großen Prüfungen derjenigen, mit denen ihr in einem Jahrgang gewesen seid. Dann erfahrt ihr, oh, Krankheit hier, Krebsdiagnose dort, Chemotherapie, großer Unfall, Monate im Krankenhaus. Und dann sieht man sich regelmäßig alle paar Monate bei irgendeiner Beerdigung, bis man dann selber derjenige ist, der zu Grabe getragen wird. Das ist das Leben, liebe Geschwister. Das Leben besteht aus den besonderen Ereignissen. Wir wissen nicht, ob es so ist. Wir haben keine Bestätigung im Koran oder in der Sunna, dass es so ist, wie es im Fernsehen gezeigt wird, dass man kurz vor seinem Tod so eine kleine Zusammenfassung von seinem Leben hat. Aber diese Zusammenfassung besteht eben aus diesen großen, einprägsamen Ereignissen. So ist es, liebe Geschwister. Außer, das ist alles richtig, außer, dass es diese Reihenfolge so gesehen gar nicht gibt. Diese Reihenfolge so gesehen, die gibt es gar nicht. Viele von den heute hier Anwesenden, ich darf mich dazu zählen, Alhamdulillah, wir waren heute auf einer Beerdigung gewesen. Heute, vor genau 4 Stunden, haben wir uns in Neu-Isenburg beim muslimischen Grabfeld getroffen und unsere Schwester Nadia, rahimahallah, zu Grabe getragen. Unsere Schwester Nadia, rahimahallah, Allah möge mit ihr barmherzig sein, zu Grabe getragen. Und auf dem bescheidenen Schild aus Holz gemacht, ist das Geburtsdatum 1996, liebe Geschwister. 1996. Vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen, 21 Jahre alt geworden, subhanallah. Das könnten wir sein, liebe Geschwister, heute oder morgen. Das könnten unsere Töchter, unsere Söhne sein, unsere Geschwister sein. Und der Imam, alhamdulillah, der heute das Begräbnis geleitet hat, das Totengebet geleitet hat, hat alhamdulillah sehr viel Nur, sehr viel Licht in seinem Gesicht gehabt. Und wir denken Gutes über unsere Imame, Sheikh Tahir Nawaz, auch aus Frankfurt. Und alhamdulillah, ohne dass sein Mund diese Bewegungen nachgezeichnet hat, hat sein Gesicht auf eine gewisse Art und Weise gelächelt. Und er erklärte, dass der Tod nicht das Nichts ist, sondern der Tod eine Übergangsstation. Und er verglich ihn mit einem Aufzug. Jemand ist in den Aufzug gestiegen und einen Stock höher aufgestiegen
Und wir werden garantiert auch in diesen Aufzug hineinkommen und in die nächste Dimension unsere Reise antreten. In die nächste Welt, in das Jenseits unsere Reise antreten. Einer der Brüder sagte beim Begräbnis, nachdem man Alhamdulillah mit der Hand und mit Schaufeln ohne einen Bagger in Anspruch genommen zu haben, ohne dies gewollt zu haben, er sagte, ja, Subhanallah, das ist das Ende. Und ein anderer Bruder sagte dazu, das ist der Anfang. Der Ende von diesem Leben und der Anfang vom nächsten, vom ewigen Leben, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, wir sollten alle Gelehrte werden und wir können alle Gelehrte werden. Wir können alle unsere Religion tiefgründig verstehen und wir haben sie tiefgründig zu verstehen und an andere weiterzugeben. Wir müssen nicht und wir können auch nicht alle Rechtsgelehrte werden. Rechtsgelehrte im Sinne von, ja, dass wir Urteile über das islamische Recht handhaben. Das können wir nicht alle. Das ist eine auserwählte Gruppe von Muslimen, so wie Allah Ta'ala seine Talente verteilt hat. Einige können Ärzte werden, andere nicht, weil sie kein Blut sehen können, etc. So ist eine kleine Gruppe dazu auserwählt, Rechtsgelehrte werden zu können. Aber wir alle, liebe Geschwister, wir können Gelehrte, Verständige unserer Religion werden. Und dies möchte ich heute euch weitertragen und ich habe einige Dinge hierfür auch zusammengetragen. Allah möge es segnen. Mögen wir unser Gehör werfen, wie der Koran es sagt. Wa alqa sam'a wa huwa shahid. Derjenige, der sein Gehör wirft, der sich konzentriert und der anwesend ist. Derjenige, der, wenn er islamisches Wissen vernimmt, sich weidet daran. Ja, wie eine Kuh langsam und genüsslich sich den ganzen Tag Zeit nimmt, an einer reichhaltigen Wiese sich satt zu essen und so wie sie es langsam verdaut, so hören wir auch konzentriert zu, genießen unsere seelische Nahrungsaufnahme und verdauen sie im Geiste und ziehen unseren Nutzen daraus, die unser Körper nutzen, aus den Nährstoffen der irdischen Nahrung zieht. Allah Ta'ala sagt im Koran, liebe Geschwister, in der dritten Sure der Reihenfolge nach gehend, Ali Imran, ich glaube, es ist der 79. Vers, wenn ich mich nicht irre. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tuallimunan. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tuallimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah Ta'ala, er fordert uns auf dazu, liebe Geschwister, seid Leute des Herrn. Man kann es aber auch übersetzen mit seid Lehrer, seid Erzieher. Aufgrund dessen, dass ihr das Buch lehrt und aufgrund dessen, dass ihr es studiert. Wer ist damit angesprochen? Ist damit diese kleine Gruppe von muslimischen Rechtsgelehrten angesprochen? Allah weiß es am besten. Nein. Wir alle, liebe Geschwister, die sich zum Islam bekennen, bekennen sich zum ewigen Worte Gottes, zum Koran. Und wir alle lernen aus dem Koran ausnahmslos. Wir alle lernen aus dem Koran, stimmt's? Und sei es relativ wenig, relativ im Vergleich zu dem, was man noch lernen kann. Aber dieses relativ wenige ist immer noch unvergleichlich groß und wertvoll, gegenüber dem nichtigen Wissen dieser niedrigen Welt. Stimmt's? Wir alle lernen also. Und wir alle sind dazu verpflichtet, es weiterzugeben. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Anwesende soll den Abwesenden informieren. Und das sagte er regelmäßig. Der Anwesende soll den Abwesenden informieren. Und er gab eine Erklärung dafür. Vielleicht hat derjenige, dem man das weitervermittelt, ein besseres Verständnis dafür, als derjenige, der es zuerst gehört hat. Vielleicht ist der Transporter letztendlich weniger verständig als derjenige, dem das Wissen
überbracht worden ist. Wir alle also haben eine Beziehung zum Koran, lernen ihn und lehren ihn. Und Allah Ta'ala richtet seinen Befehl, Kunu Rabbaniyin. Seid Leute des Herrn, seid Erzieher. Ibn al-Qayyim, Allah möge mit ihm zufrieden sein, er zitierte die Worte von Ibn Abbas, die darauf deuten, dass man dies auch mit Erzieher wiedergeben darf, das Wort Rabbani, aber ein Erzieher auf dem Wege des Herrn. Er sagte, diese Person ist der Lehrer. Und das Wort ist in Verbindung mit Tarbiya. Rabbani ist in Verbindung mit, steht in Verbindung mit Tarbiya, die Erziehung. So, Ibn Abbas führt weiter aus, so lehrt der Rabbani, so wie die Eltern ihre Kinder durch Wissen erziehen. So wie die Eltern ihre Kinder durch Wissen erziehen. Das heißt, wenn wir gelernt haben, gute Eltern zu sein, und Alhamdulillah, das ist ein besonderes Wissen, ja, ein besonderes Wissen, wir sollten uns allgemein darüber informieren, und es gibt auch sehr gute Ratgeber von nicht-muslimischen Experten, wie man ein guter Vater sein kann, wie man eine gute Mutter sein kann, ja, und das können wir dort, wo es nötig ist, korrigieren durch Dinge, die uns durch Offenbarung zuteil wurden. Und ansonsten ist es eine Bestätigung und ein erfahrenes Wissen, wovon wir auch lernen sollen. Auf das wir auch unsere Religion als Rabbaniyun anderen weitergeben können. Der Rabbani, liebe Geschwister, ist also ein Erzieher, ist wie ein Vater, ist wie eine Mutter. Und das sagen auch die Gelehrten, ja? Wenn sie von ihren Lehrern sprechen, dann sprechen sie von ihren Vätern und Großvätern. Das sind immer in den alten Werken. Ja? Dann erzählt ein Gelehrter von seiner Überlieferungskette und erzählt seine Großväter auf. Und er meint nicht seine Großväter von der Linie des Blutes, sondern er meint die Lehrer, die er im Laufe seines Lebens haben durfte. Ibn al-Qayyim sagte, dass der Gelehrte derjenige ist, der drei Dinge erfüllt. Der Hoffnung in die Herzen der Menschen einpflanzt auf die Barmherzigkeit Allahs. Und gleichzeitig die gesunde Furcht davor, die Konsequenzen des eigenen Ungehorsams spüren zu müssen. Im Diesseits wie im Jenseits. Und die Gelehrten sagten weiterhin, dass der Muslim einem Vogel gleicht, der zwei Flügel hat. Der eine Flügel besteht aus der Hoffnung auf Allah und der andere Flügel ist die gesunde Furcht davor, die Konsequenzen des eigenen Ungehorsams Allah Ta'ala gegenüber tragen zu müssen. Im Diesseits und vor allem im Jenseits. Der Gelehrte ist also derjenige, der anderen Menschen Hoffnung gibt. Und wenn wir jetzt hören, der Gelehrte ist derjenige, hört hin und sagt, wie bringe ich das in mein Leben? Weil wir reden hier vom Gelehrten, vom Verständigen seiner eigenen Religion. Wir reden hier nicht vom Rechtsgelehrten, der quasi wie ein Jurist, er ist ein Jurist, der juristisch die Texte des Korans und der Sunna betrachtet, um daraus Rechtsurteile abzuleiten. Wir reden heute nicht vom Rechtsgelehrten. Wir reden heute vom Verständigen, vom Gelehrten. Das heißt, Gelehrter, das muss ich werden. Anderen Menschen Hoffnung in Bezug auf Allah Ta'ala geben. Und das ist eine große Aufgabe, liebe Geschwister. Ich würde vermuten, ein Fünftel vom Wirken eines jeden Imams, ja, ein Fünftel hat damit zu tun, jedes Beratungsgespräch, persönlich, am Telefon, wie auch immer, hat damit zu tun, einem sündhaften Anfragenden zu sagen, vertraue auf die Barmherzigkeit Allahs. Und weiterhin, manche Leute sind, Allah ist barmherzig, Allah ist barmherzig. Nein. Vorsicht, dass du dich nicht nur auf einen Flügel verlässt, aber der Vogel braucht zwei Flügel, um zu fliegen. Sondern hüte dich davor, Mist zu bauen und deswegen Konsequenzen deines Ungehorsams im Jenseits tragen zu müssen und vielleicht sogar schon in diesem Leben. Vielleicht sogar schon in diesem Leben, liebe Geschwister. Ibn al-Qayyim, er sagte,
Die Gelehrten sind die Ärzte der Seele. Sind die Ärzte der Seele. Wie gesagt, wir reden hier nicht vom Rechtsgelehrten, wir reden hier vom Verständigen seiner Religion. Die Ärzte für die Seele. Und dort hat jeder eine Aufgabe. Kullukum ra'in, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeder von euch ist ein Hirte. Und er sagte weiter, und jeder ist verantwortlich für seine Herde. Ar-Ra'iyya. Jeder, liebe Geschwister, jeder muss ein Verständiger, ein Gelehrter seiner Religion werden, weil jeder eine Herde um sich herum hat. Deswegen freut es mich immer, wenn ich jemand zum ersten Mal in der Moschee sehe, der vielleicht Monate, Jahre lang nicht da war. Und an ihm ist sichtbar, dass er aus einem gewissen Milieu kommt, was fern von Allah ist. Ich freue mich einerseits für ihn, aber ich sehe in dieser Person immer das Licht für all die anderen um ihn herum. Ich sehe nicht nur das eine Schaf im positiven Sinne, ich bin selbst ein Schaf, der seine Hirten benötigt und ohne Hirten, ja. Laula al-Murabbi lama ariftu Rabbi. Ohne den Erzieher hätte ich niemals meinen Herrn kennengelernt. Ja? Ohne Hirten, liebe Geschwister, in unserem Leben wäre keiner von uns hier. Ja, und in diesem Sinne meine ich das Schaf. Schauen wir nicht nur auf das Schaf, was in der Moschee ist. Jedes Schaf in einer Moschee ist gleichzeitig ein Hirte von anderen Schafen. Wie kriegen wir uns dazu, Hoffnungsboten zu sein? Ja? وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und was die Gnaden von deinem Herrn anbelangt, so berichte davon. Die Gnaden des Herrn, seine Barmherzigkeit, seine Rechtleitung, seine Wunder in Menschen. Schaut euch Omar an. Allah möge mit ihm zufrieden sein. Die Geschichte Omars ist auf gewisse Art und Weise wundervoller als die Geschichte von Abu Bakr. Allah möge mit beiden zufrieden sein. Und wir wissen, Abu Bakr ist bei Allah Ta'ala höher angesehen. Das wissen wir. Was meine ich mit wundervoller? Weil Omar 4 Jahre lang Gegner des Islams war. Und am Tag, an dem er entschlossen hat, aus seiner Sicht damals Muhammad zu töten, ja, für uns den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, an diesem Tag, an dem er nicht der Gesandte Allahs für ihn war, wurde er zum Gesandten Allahs für ihn. Und die Muslime haben sich gefreut. Und es wird überliefert, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Bittgebete speziell für Omar gemacht hat. Warum? Es bedeutete eine Stärkung für die muslimische Gemeinde. Weil Omar seine Herde hatte, die ihm folgte. Und sei es, dass sie aus Widerwillen aufgrund der Stärke Omars sich nicht getraut haben, weiterhin danach gegen die Muslime etwas zu unternehmen. Und wir kennen die Lage, ja, dass damals die Polizisten die Muslime gefoltert haben und getötet haben und ihr Eigentum konfisziert haben und sie vertrieben haben. Ja? Das wissen wir, wir kennen diese Lage. In diesem Kontext sind diese Worte gesprochen. Ibn al-Qayyim sagt weiter, ein Gelehrter ist derjenige, der nach seinem Wissen handelt, liebe Geschwister. Keiner wird sich wegbewegen, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, bis er Rechenschaft ablegt, was er wusste und inwiefern er danach gehandelt hat. Wer nach seinem Wissen handelt, nicht nur speichert und es anderen weitergibt. Ibn al-Qayyim sagt selbst, dass der Gelehrte, über den er spricht, bei Allah höherwertiger ist als der Mujtahid. Der Mujtahid ist der höchste Rang, liebe Geschwister, den jemand haben kann als Gelehrter. Es gibt keinen höheren Rang als der Mujtahid. Aber Ibn al-Qayyim sagt, derjenige, von dem ich gerade hier spreche, ist bei Allah höherwertiger.
Nicht wegen dem Bücherwissen, was der Mujtahid wahrscheinlich mehr hat, garantiert mehr hat. Aber weil gelehrt sein, verständig sein, mehr bedeutet als nur Bücherwissen. Es ist eine Angelegenheit auch der Seele. Wie wir auch in der letzten Khutbah thematisiert haben, diejenigen, die Allah Ta'ala gegenüber ehrfürchtig sind, das sind die Gelehrten. Wie Allah Ta'ala es im Koran sagt. Wo sind die Früchte, liebe Geschwister, unseres Wissens? Sind sie Ehrfurcht und Dankbarkeit und Aufopferung und die Aufgabe vom Ego und die Großzügigkeit etc.? Dann sind wir per Definition des Korans, liebe Geschwister, abgesehen davon, dass wir auf Interpretationen von unseren Großgelehrten aufbauen, die wiederum auf Koran und Sunna aufbauen. Aber durch die Definition des Korans, liebe Geschwister, ist derjenige ein Gelehrter, der Ehrfurcht vor Allah Ta'ala hat. Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das ist etwas, was wir uns verbildlichen können. Dieser Hadith, der andere, den können wir uns nicht verbildlichen. Wer morgens loszieht, um einen Kranken, also tagsüber, einen Kranken zu besuchen, Allah wird ihm 70.000 Engel, 70.000 Engel schenken, die für ihn bis zum Abend um Vergebung bitten. Alhamdulillah, viele von uns haben eine ältere Mutter, einen älteren Vater, bei sich zu Hause leben. Ja? Geht in eure Wohnung hinein mit der Absicht, eine kranke Person zu besuchen. Und meistens, liebe Geschwister, Alter bedeutet automatisch Krankheiten. In der Sprache Urdu gibt es ein Sprichwort, ich habe es leider nicht im Original behalten, das Alter ist 1000 Krankheiten. Du bist alt, automatisch hast du 1000 Krankheiten. Ja? Du brauchst gar nicht deine Diagnosen erst aufzuzählen, sag einfach, du bist alt und man weiß, ah, okay, die Liste ist lang. 70.000 Engel. Und tust du das am Abend, hast du 70.000 Engel, die für dich um Vergebung bitten, bis zum nächsten Morgen. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, ja, das sind alles authentische Hadithe hier. Ja. Allah Ta'ala, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, er fragt seine Diener am Tag des Gerichts. Er sagt, er, subhanahu wa ta'ala, sagt, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Und der Diener total verwirrt. Oh Allah, du bist der Herr der Welten. Wie kannst du krank sein? Wie kann ich dich besuchen? Und Allah Ta'ala spricht, und das ist die Erklärung, wie wir dies zu verstehen haben. Mein Diener so und so war krank gewesen und du hast ihn nicht besucht. Hättest du ihn besucht, hättest du mich bei ihm gefunden. Durch den Krankenbesuch, liebe Geschwister, durch den Krankenbesuch bekommen wir die Ma'iyatullah. Bekommen wir, dass Allah mit uns ist. Nicht im physischen Sinne, ja, das ist zurückgewiesen, sondern im beziehungstechnischen Sinne. Allah Ta'ala ist mit uns durch seine Unterstützung. Allah Ta'ala ist mit uns durch seine Segnungen, durch seine Erleichterungen, die er uns dadurch zukommen lässt. Durch das Gefühl des Trostes, was er in unserem Herzen deutlich macht. So wie Yusuf alaihi salam in einer schwierigen Situation, wo er verführt werden sollte von einer Frau, ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hat. Ja, was ihm Trost und Stärke und Sicherheit, Yaqin, gegeben hat. Das bekommen wir, wenn wir uns um Menschen kümmern, die krank sind. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und hier handelt es sich lediglich um eine Krankheit, liebe Geschwister. Ja, es können Kopfschmerzen sein, es kann Fieber sein. Ja, ist eigentlich noch nicht mal so eine große Sache. Versteht ihr, was ich meine? Wie geht es, was hat es erst damit auf sich, wenn diese Person Sorgen hat? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer seinem Bruder eine Sorge abnimmt, Allah nimmt ihm eine Sorge von den Sorgen des Tages, des Gerichts ab. Das heißt, helf deinem Bruder. Hilf ihm beim Beantragen von dies oder jenem. Oder bei den Hausaufgaben oder bei der Vorbereitung für eine Arbeit oder einen guten Ratschlag hier oder dort. Oder auch nur ein offenes Ohr und sag, ich habe dir zugehört, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Oder jemand, der traurig ist, ja, merkt euch 5 bis 10 gute Witze, ja, die
konform sind, ja, und heitert ihn durch einen Witz auf. Manche Sahabis waren bemüht, den Propheten zum Lächeln zu bringen. Sie hatten nicht viel Besonderes, nicht viele besondere andere Talente. Aber sie haben sich gesagt, ich bin witzig, ich versuche den Propheten, ja, von dem Druck, der auf ihm lastet, von dem Leben voller Verantwortungen, ja, hin und wieder mal ein bisschen durch ein Lächeln aufzufrischen. Seelsorge, liebe Geschwister. Wir müssen die Seelen kennenlernen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass wer auf etwas Verbotenes schaut, ein Mann schaut auf eine Frau schaut auf einen Mann, und das ist verboten, ja, im intimen Sinne, dann ist das ein Pfeil vom Scheitan. Das heißt, der Scheitan findet so Eingang zu unserem Herzen. Er verwundet unsere Seele mit einem seiner Pfeile. Die Schwierigkeit ist, und deswegen sagt Ibn al-Qayyim, dass dies eines von drei Hauptaufgaben des Gelehrten ist, wenn der Pfeil rausgezogen ist, ist es nicht erledigt, weil der Prophet beschrieb diese Pfeile als vergiftet. Und die Entgiftung, die kann Monate dauern. Manche Stoffe verlassen den Körper erst nach Monaten, vielleicht nach einem Jahr. Manche Heilungsprozesse, tatsächlich einige Heilungsprozesse im Körper können Monate und Jahre andauern. Ich bin kein Mediziner, ja, aber das ist bekannt und das kann man bei den Spezialisten überprüfen. Das heißt, du schaust auf etwas und das ist diese Falle vom Scheitan. Viele Menschen denken, ja, diesen Spruch, den habe ich gehört, bevor ich Muslim war. Und Alhamdulillah, Allah hat mich beschützt. Ja? Hol dir woanders Appetit und iss zu Hause. Ja, so etwas hört man draußen. Ja, und deswegen müssen wir auch damit hier umgehen. Wir leben nicht auf dem Mond, ja, auf einem islamischen Mond, sondern wir leben in einer Situation der Prüfung. So funktioniert das nicht. Gift kommt in dein Herz hinein. Gift kommt in dein Herz hinein. Und bis das wieder herauskommt, hast du deine Beziehung dadurch schon zu deiner Ehefrau oder zu deinem Ehemann kaputt gemacht. Ja? Gift ist schwierig rauszubekommen, liebe Geschwister. Wunden können schnell heilen, aber Gift ist schwierig aus dem Herzen rauszubekommen. Wir alle also, liebe Geschwister, können einander Ärzte sein. Aufbauend darauf, dass wir unsere Religion verstehen. Aufbauend darauf, dass wir einander lieben. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr werdet das Paradies nicht betreten, ehe ihr einander liebt. Das ist eine Bedingung. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, Verzeihung, Ibn Taymiyyah sagte, einer der Gelehrten, er studierte das Leben und den Koran und die Sunna. Und er sagte, dass jeder Mensch von Allah Ta'ala einmal bedürftig gemacht werden wird, sodass er die Hilfe von anderen Menschen braucht. Das ist eine Sunna von Allah, ein festes Vorgehen von Allah. Warum? Weil erst dadurch kann sich Vertrauen unter uns bilden. Wir haben eine Aufgabe als Umma, liebe Geschwister, die noch betonter ist als die der Gemeinden von den früheren Propheten. Ja? Musa alaihi salam sagte, ja, inna rabbi ma'i, wahrlich mein Herr ist mit mir. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi salam, er sagte, inna allaha ma'ana, wahrlich Allah ist mit uns. Weil die Umma, liebe Geschwister, im Nahnu ist, im Wir drin ist. Diese Umma wurde geehrt gegenüber den Gemeinden, die vor uns kamen. Und diese Umma wird nur dann zusammengeschweißt sein, wenn sie gelernt hat, dass man sich aufeinander verlassen kann. Wenn die einzelnen Mitglieder spüren, es gibt ein Auffangnetz. Es gibt, ja, dieses Gefühl, in einer Mauer geborgen zu sein, so wie wir es im Gebet fünfmal am Tag symbolisieren, durch unser Schließen der Lücken. Falls jemand mal schwach werden sollte, er wird durch die anderen gehalten. So beschrieb es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der eine Ziegelstein unterstützt den anderen Ziegelstein. Das heißt, jeder wird einmal verängstigt werden durch das Leben, wie Allah es sagt. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst und Hunger und Verminderung
an Besitz und Verlust von Nahestehenden und Verlust von Vermögen, aber verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Und in dieser Situation, liebe Geschwister, brauchen wir Seelsorge voneinander. Brauchen wir familiäres Aufgefangensein. Und deswegen lebte der Prophet Mohammed, er musste es vorleben. Er musste selbst diese Dinge vorleben für uns. Ich vermute, dass wenn er nicht zum Propheten berufen worden wäre, was unmöglich ist, weil Allah Ta'ala hat so entschieden, aber nur, dass ihr mich versteht, was ich meine. Von seiner Persönlichkeit her hätte er weniger Hilfe gebraucht in gewissen Situationen, als er in Anspruch genommen hat, als er Prophet war. Damit wir diesen falschen Stolz aus unseren Herzen herausbekommen und sagen, das ist doch sowieso Sunna, um Rat zu fragen. Sunna, nach Geborgenheit zu suchen. Was tat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, als er die Begegnung mit Jibril hatte, die erste? Und er war erschüttert gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ging zu Khadija. Und was hat Khadija gemacht? Quasi die erste Seelsorgerin im Islam. Sie sagte, Worte sinngemäß wie, Allah wird dich immer wertschätzen. Denn du bist derjenige, der dem Armen hilft und dem Unterdrückten Beistand gewährst und dem Verzweifelten Trost gibst. Weil der Prophet selber Seelsorger war, ja, Allah würde ihn niemals im Stich lassen. Und als der Prophet Mohammed in der Situation von Hudaybiyah nicht weiter wusste, ging er auch zu seiner Frau Umm Salama und sie sagte, ja, beginne mit dem Beenden der Umrah, mit dem Vollziehen dieser Rituale und die Menschen werden dir folgen. Und die Begebenheit, dass er mit Aisha, Allah möge mit dir zufrieden sein, so einen kleinen Streit hatte und er sagte, wir brauchen einen Schiedsrichter zwischen uns und sie wählte ihren Vater Abu Bakr, ja, der zwischen beiden Versöhnung bringen sollte. Ja. Alles, liebe Geschwister, damit wir, ja, mit dem falschen Stolz sagen, ach, warum bin ich so stolz? Ja, so eingebildet. Jeder Mensch braucht mal Hilfe. Der stärkste Mann braucht Hilfe. Das, liebe Geschwister, damit wir lernen, aufeinander vertrauen zu können und damit wir auch lernen, dass nur Allah Ta'ala der Unbedürftige ist, Al-Rani. Gehört zum Tauhid dazu, dass wir unsere Schwächen erfahren. Ansonsten könnten wir verrückt werden, so wie Pharaon vorher verrückt wurde, im verantwortlichen Sinne allerdings und sagte, ich bin euer höchster Herr und solche christlichen Worte des Wahnsinns. Wir brauchen, dass wir Bedürftigkeit spüren, unsere eigene Bedürftigkeit spüren. Dass Allah Ta'ala, lass uns nun an Allah Ta'ala um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, der Prophet nannte den Tod den Genusszerstörer. Den Genusszerstörer. Aber im positiven Sinne, dass wir von den oberflächlichen Genüssen dieser Welt, ja, die unseren Bauch betreffen, die unsere Brieftasche betreffen, die unsere Leidenschaften betreffen, zu den ewigen Genüssen bereits im Diesseits einen Zugang finden. Ja? Denn wie gesagt, die Sitzungen, in denen man an Allah Ta'ala denkt, sind bereits ein Garten von den Gärten des Paradieses. Das heißt, wenn wir von den weltlichen Genüssen zu den wahrhaftigen Genüssen im Diesseits gelangen, das ist bereits der großartige Erfolg. Auf diesem Weg, liebe Geschwister, das ist eine kleine Zusammenfassung, sind wir alle auf dem Weg, Verständige unserer Religion zu werden. Dazu gehört, dass wir sie studieren, sie praktizieren, sie an andere weitergeben. Dazu gehört, dass wir unsere Seelen reinigen und die Seelen unserer Mitmenschen schützen. Denn wir sind alle Hirten, wie der Prophet sagte, ausnahmslos. Jeder von uns ist ein Hirte und jeder hat eine Herde, ja, die sich an ihn orientiert, die sich in den Schutz des Hirten begibt, für die der Hirte Verantwortung trägt. Was hilft uns dabei, diese Verantwortung zu tragen, liebe Geschwister? Die Dunya, diese niedrige Welt aus unserem Herzen zu bekommen. Denn dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte,
Ja, entsage dem Diesseits und die Menschen werden dich lieben. Und Allah wird dich lieben. Ja. Staff, ja, wie immer, nicht alles konnte vorgetragen werden. Ich möchte nur kurz zwei, drei werbende Worte über den Verein Salam e.V. Gewinnen. Ja, Worte werden hier nicht verloren, sondern sie werden gewonnen. Salam e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, liebe Geschwister, ein Frankfurter Verein von Muslimen gegründet, von sehr aufopferungsbereiten Muslimen gegründet. Und durch die Gnade Allahs, liebe Geschwister, in den meisten Krankenhäusern Frankfurts, wenn man nach einem muslimischen Seelsorgerin fragt, dann wird dort Salam e.V. eine Kooperation mit diesem Krankenhaus geschlossen haben. Sogar in Kooperation mit den Krankenhäusern gibt es einige Gebetsmöglichkeiten in diesen Krankenhäusern. Oder aber in einem Notfall, wenn beispielsweise Unfalltote oder ja, andere schwerwiegende Notfälle, dass dann die Polizei diesen Verein kontaktiert und sagt, wir brauchen gerade einen muslimischen Seelsorger, wir haben ein muslimisches Opfer und die Familie muss kontaktiert und informiert werden. Und das können wir am besten mit einem muslimischen Seelsorger. Ja? Das ist Alhamdulillah hier von den Frankfurter Muslimen erwachsen. Und Bruder Salim Ahmadi As-Sunni, ja, ist auch unter uns. Man kann ihn fragen zu diesem Verein. Dieser Verein verdient unsere Unterstützung, weil er uns in unseren verwundbarsten Momenten hilft. Todesnachricht verdauen, schwere Krankheit im Krankenhaus, irgendwie damit fertig werden müssen. Ja? Und sie sind praktisch die Soldaten an der vordersten Front, weil gerade dort, wo die Menschen verzweifelt sind, gerade dort ist der Scheitan sehr aktiv, um die Menschen mit einem Ruck von Allah Ta'ala wegzubekommen aufgrund des Schockzustands, in dem sie sind. Das heißt, diese Menschen sind unsere Soldaten an der Front, wo die Menschen verzweifelt sind und Schwierigkeiten haben, mit dem Schicksal klarzukommen. Dieser Verein verdient unsere finanzielle Hilfe. Dieser Verein im Mindesten verdient, dass wir über ihn Bescheid wissen. Dieser Verein verdient, dass wir ihn promoten. Allah, wenn wir einen guten Willen haben, wird uns Wege finden, wie wir solche Initiativen weiter unterstützen können. Und wie gesagt, Bruder Salim ist auch hier, wie auch andere Geschwister heute von diesem Verein hier sind. Ja Allah, ja Aziz, ja Rabbuna, o unser Herr, bitte vergebe uns, o Allah, bitte schenke uns dein Licht, o Allah, bitte schenke uns deine Führung und deine Leitung, o Allah, bitte lass uns die 5 Gebete lieben und sehnsüchtig nach ihnen verlangen. O Allah, bitte mach unsere Herzen weich und füge sie zusammen zu einem großen Herz der Umma, o Allah. O Allah, bitte eine unsere Hände zu einer Hand. O Allah, bitte befreie die Unterdrückten und Gefangenen. O Allah, bitte schenke ihnen Selbstbestimmung. Schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen, o Allah. O Allah, bitte befreie unsere heiligen Stätten, o Allah. O Allah, bitte lasse uns Ibadah in ihnen verrichten, ohne Sorgen haben zu müssen. O Allah, bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben, diejenigen, die vorangegangen sind, und vergib auch uns dann später, nachdem wir unsere Reise ins Jenseits mit einer weiteren Station angetreten haben. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz gebeten hat. O Allah, bitte eine die muslimische Umma, bitte befreie sie von ihren Fesseln und von dem, was auf ihr lastet, O Allah. Und lass uns den Propheten Muhammad am Tag des Gerichts stolz machen, sallallahu alaihi wasallam. Und lass uns dein Wohlgefallen bekommen und deine Vergebung und deine Liebe, O Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.